Herzlich willkommen zur Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. Im ersten Video schauen wir uns ein paar Grundbegriffe an, wie Lastprofile, Energieträger oder Primärenergie. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten oder Wärme abzugeben. Um Arbeit zu verrichten, ist die Leistung notwendig. Der Zusammenhang findet sich in folgender Formel. Energie ist Leistung mal Zeit. Am Beispiel einer Batterie ist die Energie die Batteriegröße und die Leistung, wie schnell diese ge- oder entladen werden kann. Mit Lastprofilen lässt sich die Leistung über die Zeit darstellen. Je nach Unternehmen können diese Profile sehr unterschiedlich ausfallen. Hier das Beispiel einer Bäckerei und eines Restaurants über den Zeitraum einer Woche. Die Bäckerei benötigt eher in den frühen Morgenstunden Energie. Bei einem Restaurant ist das eher später am Abend der Fall. Verschiedene Branchen und Verbraucher haben daher auch sehr unterschiedliche Lastkurven. An den verschiedenen Beispielen kann man gut erkennen, wo sich die Wochenenden befinden, an denen dann auch weniger Energie verbraucht wird. Die Fläche unter der Lastkurve gibt einen Aufschluss über die Gesamtenergiemenge. Im weiteren Verlauf der Schulungsreihe schauen wir uns noch Optimierungsmöglichkeiten anhand dieser Lastprofile an. Beispielsweise die Kappung von Lastspitzen. Unsere Energie beziehen wir aus verschiedenen Quellen. Diese können fossiler Natur sein, wie Braun- oder Steinkohle oder Erdöl und Gas, oder erneuerbarer Natur sein, wie Wind, Wasser, Sonne oder Biomasse. Aus diesen Energiequellen erzeugen wir Strom oder Wärme. Daher werden diese Quellen auch Primärenergieträger genannt. Die Primärenergie, wie die Sonnenstrahlung, ist die Energie, die beispielsweise benötigt wird, damit eine Glühbirne überhaupt leuchtet. Die dem Energieverbraucher gelieferte Energie nennt sich Endenergie. In unserem Beispiel wäre das der Strom aus der Steckdose. Eine vollständige Energieeffizienz würden wir nur dann erreichen, wenn die eingesetzte Primärenergie der Endenergie entspricht. Allerdings wandelt sich ein Teil der eingesetzten Primärenergie in andere Energieformen um. Bei der Glühbirne ist das vor allen Dingen Wärme. Auch in Gebäuden geht ein großer Teil der eingesetzten Energie verloren. Deswegen lohnt sich beispielsweise auch eine Wärmedämmung, um die Wärmeverluste zu minimieren. Das war's zu Primärenergie und Co. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.